Es herrscht Geschäftigkeit. Es ist was los auf dem Gelände der ehemaligen Fricks in Hattersheim-Okriftel. In die Industrieruine soll wieder Leben kommen mit Wohnungen im Industrial Design. Die Main Riverside Lofts. Schicke Wohnungen auf denkmalgeschütztem Areal. Ein Großprojekt eines Unternehmens aus Bonn, das darauf spezialisiert ist, solche Brachen bewohnbar zu machen. Die alte Fricks, wie sie hier genannt wird, das ist schon eine Landmarke hier im Rhein-Main-Gebiet. Und ich sage, die ist auch einmalig in Deutschland. Die Fricks, die Zellulosewerke, die Papierfabrik, einst größter Arbeitgeber der Gegend, war schon 1970 erledigt. In den 80er Jahren fanden in den leeren Hallen Künstler vorübergehend ein Zuhause. Aber das ganze Areal blieb Schrott bis 2016. Nach 50 Jahren wertet das Großprojekt Hattersheim richtig auf. So wird es später mal aussehen. Eine Ortsbegehung mit dem Bauträger. Wie schwierig das ist, sich hier vorzustellen, eine zukünftige Wohnung. Wenn man das sieht, ist es auch für uns teilweise erstmal konzeptionell gar nicht vorzustellen. Wer hier eine Wohnung im Denkmalschutz kauft, kauft sie, bevor nur ein Stahlträger eingezogen und ein Stein verbaut ist. Das sind die gesetzlichen Vorgaben. Und deshalb sind auch Wohnungen, die es noch gar nicht gibt, alle verkauft. Und die kosten wie viel? Wenn sie damals gekauft hätten, das ist jetzt 3 Jahre her, dann hätten sie einen Kaufpreis bezahlt zwischen 6.000 und 6.500 Euro pro Quadratmeter. Macht bei einer Wohnung von 65 Quadratmetern rund 423.000 Euro. Das Unternehmen hatte vor der Planung eine Marktanalyse erstellt. Ergebnis: Die Wohnungen sind für Singles und Paare interessant. Geografisch strategisch gesehen ist diese Lage besonders günstig. Auf der einen Seite, weil sie relativ schnell ins Zentrum Frankfurts gelangen, aber auch nach Wiesbaden und nach Mainz. Und die Mieter, die hier eingezogen sind, haben ihre Arbeitsplätze teilweise im größten Stadtteil Frankfurts, und das ist der Flughafen. Direkt am Industriedenkmal wachsen auch Neubauten in die Höhe. Auflage des Denkmalschutzes war es, die neuen Gebäude den alten Substanzen anzugleichen. In den Neubauten finden allerdings auch eher Familien Platz. Hier eine Musterwohnung. Die Geschäftsführerin der Wohnungsbaugesellschaft nimmt uns mit. Ich sag mal, auch hier in Hattersheim sind schon 14, 15 Euro ein Quadratmeter. Ja, das sind dann, wenn Sie es hochrechnen, 109 Quadratmeter, 1600 Euro kalt, ja. Das schmerzt die, die tief in den Geldbeutel blicken müssen. Ob allein Lage und Ausblick das Malheur aufwiegen? Hier, das wird alles Park werden. Ja. Das ist sensationell, das ist so viel Freifläche und eben mit dem tollen Mainblick. Menschen leben gerne am Wasser, an den Ufern des Mains. Ein paar Etagen höher im Industriedenkmal selbst geht der Blick weit. Wir haben hier einen Ausblick in Richtung Frankfurt. Wir sehen die Frankfurter Türme hier auf der einen Seite. Ich blicke dort auf den Taunus. Ich blicke hier nach unten auf den Main direkt. Nun, wer da mal wohnt, kann es sich leisten. Der Schlot ist das Wahrzeichen des Industriedenkmals. Was da drauf kommt, ist profan. Muss aber hin. Funkantennen für Telefon und Internet.